habe ich ein paar Minuten Zeit für mein Teil 22 meiner Serie Liebe ist, was die Bibel über Liebe sagt. Vater, ich danke dir, dass du Liebe bist. Und dass du uns auf eine Reise genommen hast, zu entdecken, was es bedeutet, was du mit Liebe meinst. Nicht, was die Welt meint, nicht, was Hollywood, nicht, was Netflix und sonstige uns vorgaukeln, was Liebe ist, sondern was du mit Liebe meinst. Und ich danke dir, dass du uns ein paar Dinge offenbart hast in den letzten Monaten. Und ich bete, dass du mir die Gnade gibst, das, was du heute auf dem Herzen hast, so rüberzubringen, dass es verstanden wird, in unsere Herzen geht und Frucht bringt 30, 60, 100-fach in Jesu Namen. Amen. Wachstumsschritte zur Liebe. Auf diesen Weg, mich mit dem Thema zu beschäftigen, bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen, die uns einen Weg aufzeigt, wie wir in der Liebe, wie Gott sie versteht, wachsen dürfen und was dazugehört. Diese Bibelstelle können wir, Moment, ich muss sie anmachen, in drei Abschnitte teilen. Der erste Abschnitt, das sind die Verse 3 bis 4, habe ich die Überschrift gegeben, was wir alles geschenkt bekommen haben. Und da lesen wir, in seiner göttlichen Kraft hat er, damit dieser er ist Jesus gemeint, uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Alles ist uns geschenkt worden, was wir brauchen. Für ein Leben und eine andere Übersetzung, eigentlich vom Griechischen, ist es Leben und Ehrfurcht vor Gott. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. Das ist Gott, der Vater. So hat er uns das größte und wertvollste Geschenk überhaupt gemacht. Er hat versprochen, dass wir Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen, denn ihr seid ja schon dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaft verfallen ist. Das ist die Einleitung, die Petrus nennt, um dann einen Prozess zu nennen, um zu wachsen bis dahin, dass wir fähig sind, die Geschwister zu lieben und alle Menschen zu lieben. Das ist Vers 5 bis 7. Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß dran setzen, euren Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen. Nachdem Petrus sagt, das ist euch geschenkt, beginnt ein Abschnitt, wo er sagt, darin müsst ihr allen Fleiß dran setzen. Ihr müsst euch jetzt bemühen. Jetzt keine Passivität, sondern Aktivität. Und zwar, wir sollen unserem Glauben ein vorbildliches Leben beifügen, dem Leben die Erkenntnis Selbstbeherrschung, Selbstbeherrschung, die Geduld, der Geduld, die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Und diese Ehrfurcht wiederum führt zur geschwisterlichen Liebe und aus der Liebe zu den Geschwistern folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Und das ist, was wir wollen. Jesus hat gesagt, das Wichtigste ist, das wichtigste Gebot, liebt den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit all eurem Sein. Und das Zweite, was genauso wichtig ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und später fügt hinzu Jesus und sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und ich weiß, dass wir wünschen und wir sehnen uns danach, wir wollen Gott gehorsam sein. Wir wollen das tun, was er auf dem Herzen hat. Richtig? Also, sind wir in der richtigen Gemeinde. Und der letzte Abschnitt, Verse 8 bis 11, ist die Wichtigkeit, wieso diese Schritte wichtig sind und welche Konsequenzen diese Schritte haben. Je mehr in dieser Hinsicht vorankommt, also in diesen Punkten, die Petrus vorher genannt hat, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Wer das alles aber nicht hat, diese vorher genannten Dinge, ist blind oder sehr kurzsichtig. Er hat vergessen, dass Gott ihn von seinen früheren Sünden gereinigt hat. Ihr müsst deshalb alles daran setzen, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung, Klammern von mir, als Kinder Gottes, festzumachen.
Dann werdet ihr auch nicht ins Stolpern kommen und Gott wird euch die Tore weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus einlassen lassen. Wenn wir diesen letzten Abschnitt lesen, stellen wir fest, das, was Petrus vorher sagt, ist heilsrelevant. Denn er sagt hier, und Gott wird euch die Tore weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus einziehen lassen. Das zu leben, was er vorher nennt, ist heilsrelevant. In der Hinsicht, dass das uns die Türen öffnet, dass wir in das Reich unseres Herrn Jesus Christus einziehen. Die Liebe. Ich habe diese Schritte die letzten Male verglichen mit ein mehrstöckiges Gebäude. Das ist das. Das Blaue ist das, worüber ich schon gepredigt habe. Der Glaube wurde uns von Jesus Christus geschenkt. Das ist das Fundament, auf dem wir alles andere aufbauen sollen. Und heute mache ich mit Schritt 4 und 5, Etage 4 und 5. In der NEU wird übersetzt Geduld und Ehrfurcht vor Gott. 2. Petrus 1, 6b. Der Selbstbeherrschung soll die Geduld folgen und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Die neue evangelistische Übersetzung nennt hier zwei weitere Schritte, die auf der Selbstbeherrschung folgen, bevor wir mit der Liebe starten. Geduld und liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Starte ich mal heute mit Geduld, mal gucken, ob wir es durchkommen alles. Das hier verwendete griechische Wort kann man auch mit Ausdauer, Standhaftigkeit, Standfestigkeit übersetzen. Habe ich mich gefragt, wieso nennt die NEU Geduld und andere Übersetzungen nennen Ausdauer. Was meint denn Petrus? Es ist interessant, dass Petrus auch im 2. Petrus ausschließlich in diesem Bibelvers diesen Begriff benutzt. Also wir können in den zwei Petrusbriefen nicht andere Kontexte finden. Aber wir finden im Neuen Testament andere Bibelstellen, wo dieser Begriff verwendet wird. Ich möchte euch zwei nennen, die Jesus nutzt. Einmal ist es im Kontext von vierfachen Ackerfeld. Das spricht in Lukas 8, 15, die Menschen schließlich, die den guten Boden gleichen, hören die Botschaft, nehmen sie mit aufrichtigen Herzen und nehmen sie mit aufrichtigen Herzen bereitwillig auf. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen durch ihre Ausdauer Frucht. Wovon spricht Jesus hier? Jesus spricht über Menschen, deren Herz weder verhärtet ist, die nicht oberflächlich sind und die sich nicht von Sorgen und Ängste des Alltags überwältigen lassen, sondern sich nicht entmutigen und durch ihre Ausdauer Frucht bringen. In diesem Kontext geht es darum, dass das hier wird mit Ausdauer, dass sie dranbleiben, dass sie nicht aufgeben. Das gleiche Wort, was in der NEU mit Geduld übersetzt wird. Andere Stelle, Jesus redet über die Zerstörung des Tempels und was passieren wird. Zu seinen Jüngern, die haben ihn gesagt, ah, guck mal, wie schön dieser Tempel. Und Jesus erklärt ihnen, was passiert ist und sagt in Lukas 21, 16 bis 90, sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern. Und einige von euch wird man töten. Weil ihr euch zu mir bekennt, werdet ihr von allen gehasst werden. Doch nicht ein Haar von eurem Kopf wird verloren gehen. Bleibt also standhaft. Das gleiche Wort, was Petrus verwendet, um was wir nach der Selbstbeherrschung dazufügen sollen. Standhaft sein, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Jesus verwendet diesen Begriff ausschließlich im Kontext von Herausforderung und bezeichnet damit die Fähigkeit, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Dieser Begriff wird an 31 Bibelstellen im Neuen Testament verwendet.
Und so gut wie in allen ist der Kontext mit Leid und Herausforderung, Bedrängnis. Und somit eher die Bedeutung, dass es mit Ausdauer und Standhaftigkeit zu tun hat. Das heißt, Petrus meint, Ausdauer, Standhaftigkeit, was hat es mit der Liebe zu tun? Was hat da Ausdauer, Standhaftigkeit, Ausharren mit Liebe zu tun? Schauen wir mal ein paar andere Bibelstellen an, die uns da ein bisschen helfen sollen. 2. Thessalonicher 1,3-4. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Also Paulus freut sich, dass die Geschwister in Thessaloniki im Glauben und in der Liebe zueinander zunehmen, so dass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Was ist die Situation? Die Gemeinde in Thessaloniki hat Verfolgung erlebt, Bedrängnis, Herausforderung. Und inmitten dieser Situation, sagt Paulus, haben sie ausgeharrt, den Glauben bewahrt und dadurch hat der Glaube und die Liebe zueinander zugenommen. Also inmitten von Herausforderung, von Verfolgung, Bedrängnis, wird der Glaube und die Liebe auf die Probe gestellt und hat die Chance, sich durch Ausdauer und Ausharren zu bewähren. Dann lesen wir 2. Korinther 1,3-7. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, der Vater aller Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei bedränglich sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich an uns, auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Also je mehr die Bedrängnis zunimmt, desto mehr wird der Trost Christi zunehmen. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost. Und dieser Trost wird wirksam im Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass das, wie ihr der Leiden teilhaftig seid, auch des Trostes. Was sagt hier Paulus? Paulus stellt erstmal Gott als den Vater aller Erbarmen und Trostes. Brauchst du Erbarmung? Brauchst du Trost? Gott ist der Vater, in dem alle Erbarmen und aller Trost ist. Wende dich zu ihm. Jesus Christus hat den Weg freigemacht. Gott ist derjenige, der uns in allerlei Bedrängnis tröstet. Jesus hat Leid durchlebt und wurde getröstet. Und hier sagt Paulus, dass wir durch das Ertragen, Ausharren von Leid der Trost wirksam wird. Ich komme mal gleich näher dazu. Beziehungen verursachen Leid. Beziehungen verursachen Leid. Wenn wir uns wahrhaftig einander lieben, ist das mit Leid verbunden. Jeder, der sich öffnet, wahrhaftig zu lieben, macht sich verletzlich und wird auch verletzt. Jesus hat sich selbst verletzlich gemacht. Der Sohn Gottes, Gott selbst, hat sich verletzlich gemacht. Er ist auf diese Welt gekommen als Mensch, hat sich verletzlich gemacht und ist enttäuscht worden. Er hat Leid erlitten.
Wir haben das Abendmahl vorhin, wir haben gelesen, er ist verraten worden. Von einem Freund ist er verraten worden. Von einem seiner Freunde ist er verleugnet worden. Und von allen anderen ist er verlassen worden. In dem Moment der schlimmsten Not haben seine Freunde ihn alleine gelassen. Vielleicht würde jeder von uns in so einer Situation das Handtuch werfen und sagen, so, finito, ich will nicht mehr. Ich habe es satt, verletzt zu werden, enttäuscht zu werden. Ich will einfach nicht mehr. Doch Jesus tat es nicht. Er hat das Leid ertragen, hat ausgeharrt, ist dran geblieben und so durfte er die Frucht ernten. Eine leidenschaftliche Truppe von Männern und Frauen, die bereit waren, ihr eigenes Leben für Jesus zu geben. Ausdauer ist die Fähigkeit, inmitten von Herausforderungen und Leid trotzdem weiterzugehen, weiterzulieben, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Wie häufig kommen wir in Beziehungen, auch oder wir sprechen ja jetzt im Kontext von Gemeindeleben, von Geschwistern in erster Linie, wie häufig kommen wir an Punkte, wo wir eigentlich nicht weiter wollen? Der eine verletzt uns, hat uns enttäuscht, bewusst oder unbewusst. Und Ausdauer ist die Fähigkeit, nicht aufzugeben. Hier wird die Liebe, die wahrhaftige Liebe, auf Probe gestellt. Wir haben als Gemeinde, oder ich habe jetzt in der Gemeinde, ich bin jetzt seit 91 da, da sind 90, über 30 Jahre, mehr als 30, ja, mehr als 30 Jahre, schon dabei. Ich habe vorher schon in anderen Gemeinden, war ja vorhin in Kolumbien in der Gemeinde. Und wie häufig habe ich erlebt, dass Geschwister, wenn es schwierig wurde, gegangen sind. Wahrhaftig lieben lernen wir nur dann, wenn wir standhaft bleiben, nicht aufgeben, die Situation ertragen und ausharren. Nur dann werden wir auch die Frucht tragen. Wenn wir in diesen Prozess, wo Gott uns hineinnimmt, wenn wir da rausgehen, dann tragen wir die Frucht nicht davon. Ich gehe gleich noch mal kurz näher hinein. Wie wachsen wir denn ins Ausdauer und Ausharren? Das wäre doch interessant, ne? Also ich will ja, ich weiß, ihr wollt wachsen. Wie wachsen wir darin? Lass uns mal Römer 5, 3, 5 lesen. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Und das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schand werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Hier sagt Paulus, spricht Paulus ebenfalls über einen Prozess. Der Prozess von der Bedrängnis hin zur Hoffnung. Und der erste Schritt ist, dass Bedrängnis Ausharren und Ausdauer bewirkt. Herausforderungen sind notwendig, damit wir Ausdauer und Ausharren lernen. Es gibt keine theoretische Schulung über Ausdauer und Ausharren. Ich kann euch heute nicht drei Punkte nennen, wie wir Ausharren und Ausdauer lernen. Und du büffelst zu Hause, liest dir ein paar Bibelstellen und dann wirst du Ausdauer und Ausharren hacken. Nein, ich muss dich enttäuschen. Ausharren, Ausdauer lernen wir nur, indem wir uns den Herausforderungen stellen. Einige sind enttäuscht. Die Bibel kennt keinen anderen Weg, um Ausdauer und Ausharren zu wachsen. Das bedeutet, dass wir, wenn wir uns den Herausforderungen entziehen, uns der Chance entziehen, in der Liebe zu wachsen.
Das heißt, der Selbstbeherrschung, haben wir letzte Woche gesprochen, sollen wir ausharren, Ausdauer hinzufügen. Nun mag der eine oder andere hier stehen oder sitzen eher und sagen, wieso soll ich mir das alles antun? Habe ich euch erwischt? Ich kann doch viel entspannter und ruhiger leben, wenn ich mir den ganzen Stress nicht antue. Ständig verletzt und enttäuscht zu werden. Ich kann diese Haltung verstehen. Es ist ja nicht so, dass unser einer auch mal so mal den Gedanken hat, muss das alles sein? Die Bibel sagt, diese Haltung hat ein paar Häkchen. Kleingedrucktes. Man sollte erst das Kleingedruckte lesen, bevor man dann etwas unterschreibt. Jetzt wollen wir mal gucken, welches diese Haken sind, die diese Haltung oder diese Einstellung oder diese Entscheidung hätte. Jakobus 1,2: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Jakobus macht hier deutlich, dass ohne Ausharren wir nicht ein vollkommenes und vollendetes Werk haben, erreichen und wir an nichts Mangel haben werden. Also ohne Ausharren werden wir Mangel haben. Wer möchte Mangel haben? Ich sehe keine Hand. Okay. Wer möchte unvollkommen bleiben? Ich sehe auch keine Hand. Hier steht was anderes. Hier steht was anderes. Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das ist eigentlich eine Verheißung, die das Ausharren mit sich bringt. Wenn wir uns aber den Herausforderungen und damit dem Wachsen im Ausharren entziehen, entziehen wir uns diesem Ergebnis. Unser Lauf im Glauben wäre komplett umsonst. Es würde bedeuten, dass wir auf Hälfte der Strecke einfach aufgeben und nicht ans Ziel kommen. Noch eins, Offenbarung 13 bis 11. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf die Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Jesus verheißt hier, dass wenn wir ausharren, dranbleiben, nicht aufgeben, er selbst uns bewahren wird. Wollen wir von Jesus bewahrt werden? Dann müssen wir ausharren. Und dann wird er uns einen Siegeskranz geben. Den Siegeskranz bekommt man aber am Ende des Laufs, wenn wir das mit dem Lauf vergleichen. Als Teenager in der Schule habe ich gerne Leichtathletik gemacht. Ich bin gerne 100 Meter gerannt. Ich war nicht der Beste, ich war aber nicht der Schlechteste, ich war so eher von den Mitteln nach oben so ein bisschen. Und ich bin gerne gelaufen, 100 Meter. Bei irgendeinem Bundesjugendspiele, kennt ihr das noch? Bundesjugendspiele kennen einige. Dann gab es einen Lauf von 300 Meter und es fehlte jemand, der läuft. Und dann haben sie mich gefragt und ich habe gesagt, naja, mache ich. Ich war noch nie 300 Meter gelaufen. Ich wäre immer nur 100 Meter gelaufen. So, dann ist der Startschuss auf die Plätze fertig, los und ich renne los. War relativ vorne, freue mich. 100 Meter, 150 Meter, plötzlich wollten meine Beine nicht mehr. Alle anderen ziehen an mir vorbei. Ich konnte einfach so gut wie nicht. Ich hätte aufgeben können. Habe gesagt, nein, bis ich ankomme. Ich bin als Letzter angekommen. Ich war der Letzte, aber ich bin angekommen. Und so ist es manchmal im Leben, dass wir eigentlich nicht weiter wollen und können, aber da ist eine Wolke von Zeugen, spricht die Bibel in Hebräer, die uns anspornt und sagt, weiter, Manni, Annette,
Janina, Barbara, Toni, nicht aufgeben. Dranbleiben, Maja, nicht aufgeben. Gregor, nicht aufgeben. Dranbleiben. Die Füße wollen nicht. Unsere Seele will vielleicht nicht. Aber Gott sagt, bleib dran. Christian, gib nicht auf. Aber ich habe doch schon so lange. Na gut, wenn du jetzt aufgibst, kriegst du die Frucht gar nicht. Deshalb, Hebräer 10, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Wollen wir die Verheißungen Gottes davontragen, heißt, dass wir sie erleben. Wollen wir sie erleben? Sag nicht zu schnell ja. Denn es bedeutet, dass wir ausharren lernen müssen. Wir müssen lernen, auszuharren, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Wenn wir diese Zuversicht nicht wegwerfen und ausharren, werden wir die Verheißung und eine Belohnung bekommen. Die Alternative dazu ist nicht wünschenswert. Unvollkommenheit, Mangel, Siegeskranz, keine Belohnung, keine erfüllten Verheißungen. Dranbleiben. Ich muss jetzt, weil sonst ist es verbunden. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, Ehrfurcht vor Gott, dann gehört zusammen. Dem Ausharren sollen wir die liebevolle Ehrfurcht hinzufügen vor Gott. In der aktuellen Charisma wird ein Artikel geschrieben von Wolfram Soldan, ein Arzt und Psychotherapeut, zum Titel, wie Sie Ängste überwinden. Angst ist ein Gefahrenwarner. Sie zeigt mir, dass irgendein Schaden oder Verlust droht oder schon in Gange ist und sich vertiefen könnte. Vor welcher Gefahr warnt uns die Gottesfurcht? Oder Ehrfurcht vor Gott? Gottesfurcht warnt uns vor der Gefahr, uns von Gott abzuwenden und Böses zu tun. Gottesfurcht spornt uns an, nicht aufzugeben, nicht kurz vor der Zielgerade das Handtuch zu werfen. Gottesfurcht ist diese innere Furcht, diese innere Angst, dass das, wie Gott die Dinge sehen und wie er handeln würde, schlimmer ist als das, was die Welt mir sagen kann. Ohne Ehrfurcht vor Gott, ohne Gottesfurcht vor seinem Wort, seinen Zusagen, seinen Verheißungen, vor seinen Anweisungen, würden wir das tun, was wir wollen, ohne Rücksicht auf Verluste. Da wäre uns der Nächste egal, weil das ist egal, wie wir den Nächsten. Da wäre uns egal, ob es gut oder richtig oder falsch ist, weil es gibt ja, ich bin das Maß aller Dinge und was gut und schlecht ist, definiere ich. Wir würden auf der Hälfte der Strecke aufgeben und uns den vergänglichen Dingen dieser Welt hingeben, statt auf die unvergänglichen zu warten. Und in der Einleitung zu diesem Vers in 2. Petrus spricht Petrus, dass diese göttliche Macht uns alles geschenkt hat für die Gottesfurcht. Somit ist alles in dir, durch den Heiligen Geist haben wir alles, um in Gottes Furcht zu wandeln. Alles. Jeremia 32, 40 sagt das, und ich werde, Gott wird einen ewigen Bund mit uns schließen. Wir haben das beim Abendmahl gefeiert, dass Jesus durch sein Blut einen neuen Bund mit uns geschlossen hat. Und ein Kennzeichen dieses Bundes ist, dass Gott nie aufhören wird, uns Gutes zu tun. Und Gott legt seine Ehrfurcht in unser Herz. Gott hat seine Ehrfurcht in mein Herz hineingelegt, sodass wir uns nicht mehr von ihm abwenden. Und es ist für ihn ein Vergnügen, dir Gutes zu tun. Gott freut sich, wenn er dir Gutes tun kann. Endlich kann ich mal der Janina wieder Gutes tun. Ach,
endlich, ganz gewiss pflanze ich sie in dieses Land und tue es von ganzem Herzen mit ganzer Kraft. Komme zum Ende hin. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, wie viel muss ich ertragen? Gibt es eine Grenze? Was ist, wenn ich ungerecht behandelt werde und der andere sich mir gegenüber falsch verhalten? Und ich denke, da müssen wir differenzieren. Dieses Ausharren im heutigen Kontext geht es innerhalb von Beziehungen zwischen Glaubensgeschwistern. Hier werden wir aufgefordert, einander zu ertragen auf derselben Weise, wie Jesus uns ertragen hat. Und Jesus hat uns ertragen, sogar bevor wir gläubig wurden, mit all unseren Macken und Kanten und selbst mit den Macken und Kanten, die wir, nachdem wir Kinder Gottes geworden sind, immer noch mit uns tragen, erträgt er uns. Ertragen bedeutet aber nicht, dass ich keine Grenzen setzen darf. Wenn Verhaltensweisen anderer Geschwister dich verletzen, dann darfst du und sollst du diese ansprechen. In Matthäus 18 sagt Jesus, gibt ganz klare Anweisungen und sagt, wenn jemand gegen dich sündigt, wenn jemand dich verletzt, dann gibt es einen Weg, dann sprich diese Person an. Geh zu ihr und sprich das an. Wenn die Person nicht einsichtig ist, dann hol dir noch jemand und sonst bring das vor die Gemeinde. Und wenn die trotzdem nicht sich verändern will, oder dann halte dich fern von dieser Person. Jesus macht klar, dass wir auch gesunde Grenzen setzen sollen. Jesus hat auch gesunde Grenzen gesetzt. Er hat sich vor bestimmte Menschengruppen geschützt. Er hat zwar diskutiert mit den Pharisäern, aber hat auch sich ferngehalten von ihnen manchmal. Der hat mit seinen Jüngern viel Zeit verbracht, aber mit bestimmten Menschengruppen, von denen hat er sich abgegrenzt. Auf der anderen Seite sollen wir nicht zulassen, dass Dinge uns voneinander entfremden und auseinanderbringen. Häufig sind es einfach nur Missverständnisse, die schnell von der Welt geschafft werden können, wenn wir miteinander reden. Zieh dich nie schweigend einfach zurück. Zu häufig habe ich in der Gemeindegeschichte erlebt, dass Menschen mit irgendetwas, mit irgendjemand in der Gemeinde Probleme hatten. Der andere wusste vielleicht gar nicht, dass die mit Idee Probleme hat. Ja, ich mache das alles mit Gott alleine aus. Und dies, ich mache das alles mit Gott alleine aus, ist darin geendet, dass die Menschen gegangen sind, ohne ein Wort zu sagen, was es war. Das ist, wie der Teufel arbeitet. Uns innerlich entfremden voneinander, zurückziehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir als Gemeinde eine Kultur der Wahrhaftigkeit, offenen Kommunikation, Rücksichtnahme und Ausdauer entwickeln. Auf der einen Seite Gesendegrenzen setzen, auf der anderen Seite eine Kultur der Wahrhaftigkeit, der offenen Kommunikation, der Rücksichtnahme, habe ich letztes Mal auch darüber gepredigt, und Ausdauer entwickeln, dranbleiben. Hat dich dein Bruder letzte Woche verletzt, du hast mit ihm gesprochen und er hat den gleichen Fehler nochmal gemacht? Ja, kann sein. Jesus sagt, wir sollen 7 mal 70 vergeben. An einem Tag. Also sprich ihn nochmal an. Rede nochmal mit ihm. Dann gibt es Herausforderungen, die von außerhalb auf uns einwirken. Ablehnung in der Arbeit oder Verfolgung oder andere Dinge. Und in solchen Situationen fordert uns die Bibel auf, dass wir gemeinsam die Situation vor Gott bringen und ins Gebet gehen. Uns auf Gottes Eingreifen und auf Gottes Eingreifen und Anweisungen warten. Ausharren, ausdauern. Manchmal versuchen wir die Situation mit eigenen Ideen zu lösen. Ich kann mich erinnern, wir hatten in der Gemeinde eine junge, alleinerziehende Mutter, die sehnte sich so sehr nach einem Mann.
Und innerhalb der Gemeinde hat sie keinen gefunden, also hat sie sich entschieden, außerhalb der Gemeinde einen Ungläubigen zu heiraten, ist dann weggezogen und ich weiß nicht, was ihr geworden ist. Ja, manchmal tut weh das Aushalten und Ausharren und Warten. Aber die Verheißung ist, wenn wir dranbleiben, wenn wir die Verheißung erlangen, dann wird Gott eingreifen. Lass uns beten. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort ein Weckruf ist heute an einige hier. An uns alle, eigentlich an uns alle, Herr, dass wir nicht aufgeben, dass wir dranbleiben. Auch wenn wir manchmal denken, hat es überhaupt Sinn, macht es überhaupt Sinn, in Beziehungen zu investieren, wenn nichts wiederkommt. Du forderst uns auf, dran zu bleiben. Und danke, dass du in uns Ausharren bewirkst. Du bist der Gott des Ausharrens. Ich bete, dass du Gottesfurcht in unser Herzen neu freisetzt, damit wir uns nicht entscheiden, den Kampf oder den Weg, den Lauf zu beenden und aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen persönlich, zu dem du heute gesprochen hast, dass du zu ihm klar sprichst, was das konkret in seiner Lebenssituation bedeutet. Und dass jeder Einzelne konkret, sei es im Bereich von Ausharren, Ausdauer oder von Gottesfurcht, dass jeder konkret festmachen kann, was er in der kommenden Woche vor dir umsetzen soll, Herr. Denn du möchtest, dass wir Täter des Wortes und nicht nur Hörer sind. Ich danke dir, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen und dass wir das nur abrufen dürfen. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche.